So, hallo und willkommen zurück bei Bravely Default. Wir sind jetzt kurz vorm Zentralkommando und da ist endlich so ein Speicherfritze. Bei dem können wir uns mal orientieren. Speicherung läuft, dann mal fortfahren und eigentlich wollte ich jetzt nicht mehr kämpfen. Aber gegen die drei Speerhainos. Kann der irgendwas? Einzelangriff, alle angreifen, Wasser. Einzelangriff. Dann. So. Und. Ach nee, das sollten wir uns auch aufbewahren. Wir haben ja jetzt hier gleich. Wir sind ja jetzt gleich beim Boss. Wir sehen ja schon den Weg. Oh Mann! Was soll denn der Scheiß jetzt wieder? Oh. Was soll ich denn nicht da jetzt machen? Agnes. Vitra. Ah je. Jetzt wollen die mich verarschen. Okay, zumindest lebt sie jetzt wieder. So. Ja, super. Ist ja echt. Echt sinnvoll. Mehr macht keinen Sinn. So, wobei jetzt können wir mit Vitra. Ja, oder auch nicht, ich hätte. Ja, ich kann es wohl nicht anders machen. Außer Engel hier, Engel da, Engel hier und dann die Genesung. Gut, wenigstens die starken Attacken werden aufgehalten. Dass die auch. Das sind immer die gefährlichsten. Aber ich hab ja gleich mit dem Ding. So. Blitzka. Okay. So. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass die fallen. So, perfekt. Hat zwar jetzt ein bisschen länger gebraucht, oh Mann. Wenn man die einmal tun lässt, was sie wollen, dann machen sie einen auf totale Randale. Okay, dann würde ich sagen, noch einmal. Die alle durchgeheilt mit übermäßig viel Mana. Alle 52. Level 11. Ausrüstung check. Ausrüstung gecheckt. Wobei. Ein Reflektring ist vielleicht nichts. Furcht und Tod wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Blindheit, Gift. Die Abwehr gegen Licht, gegen Wind, Blitz, Wasser, Feuer. Gravierte Metalle mit der Weisheit erhöhen, ne? Machen wir mal das.
Du kannst dabei bleiben. Okay. Faustkämpfer, dass die Intelligenz erhöht. Was dementsprechend den magischen Schaden, glaube ich, erhöht. So. Gut, dann wagen wir uns in die Höhle des Löwen. Also, außerdem ist es ein Geheimgang. Listen, Father. The truth is, I wanted to help you fulfill your ideals. I truly did. I think I was lonely. I mean, no matter how I tried to get through to you, you never paid me any mind. It was as if you always had your back turned towards me until I left Eternia. It was not that I never accepted you. Rather, you were ever my pride and joy. My assigning you to the Sky Knights was an acknowledgement that you had become the woman I knew you could be. I had thought you might tame that band of ruffians, to bring them to order and lead them. Alas. Thank you, Father. I never knew you felt that way. Do not thank me, for I too shall do whatever it takes. I cannot allow you to lay hands upon the crystal. Mine is a cause that I shall not willingly abandon. Yes, Mother told me. It was when she first fell ill that you began to rush the pursuit of your ideals, was it not? I will not stand by and watch you ruin all I've made. You and your band shall not pass. Why, Father? Why must you always refuse to listen to me? Are we really that different? My ideals are no longer my own. It is my calling, nay, my duty, to protect this world. Protect the world? But it's you, Father, who endangers it! Is this battle between us all but inevitable? I came here knowing that mere words could never bend your will. And yet... You've come this far, only to spout such sickly, sweet sentiments. You disappoint me. Blood and steel are the final resort between those unwilling to concede their beliefs. Bam. I am Brave Lee, the Templar, Grand Marshal of Eternia. Prepare for battle! Macht euch zum Kampf bereit. Okay, Verteidigungshaltung. Verteidigungshaltung. Davon ausgehend, dass er... ja. Ja, wie soll ich sagen? Dass er eben mit Stil sagt, ist, denke ich mal, die Erhöhung unseres Verteidigungswertes keine so schlechte Idee. Und jetzt kommt der Angriff. Schwächt Gegner. Na, das. Machen wir das. Dann haben wir zumindest schon mal eine Musik laufen. Und schwächt Gegner ist immer gut. Für 5000 Schaden?
Du solltest deine diverse Fähigkeit mal nutzen. Und sie kann jetzt mal wieder. Nee. Was habe ich da gemacht? So, Heilung. Oh, jetzt setzt er auf Default, hat 35, Schwäche dunkel. Mensch. Ja, wir haben leider keine Dunkelspells hier. Also wir fahren nur mit Blitzka. Oh, er defaultet noch einmal, das ist nicht gut. Dann machen wir erstmal nichts gewagt, weil das könnte ein physischer Angriff sein, den er da hat. Und dann. Ja. So und verteidigen. Wie das Schwert einfach sich nicht einen Millimeter bewegt. Gut, 5400 Schaden auch wieder. Der ist ja schon halb besiegt. Der ist ja Lichtblitz. Ah, okay. Okay. Habe ich schon okay gesagt? Dabei hat sie doch die höchste Verteidigung gehabt. Wahrscheinlich ist es Absicht, dass Agnes stirbt. Natürlich doof, wenn das die Hauptheilerin der Gruppe ist. So. Okay. Also er ist wieder voll bei 35.000, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, was machen wir da jetzt? Also erstmal nichts gewagt. Alle Verbündeten kritische Treffer erhöht. Nichts gewagt. Achttausend. Okay. So. Halt. Er macht trotzdem in nichts gewagt. Das ist nie verkehrt. Jetzt sind wir schon bei Agnes. Muss jetzt weiter angreifen. Protest, so. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht, dass er sich verteidigt. Ich muss offen sagen, Feuer bzw. Magie an sich ist ziemlich schlecht. Dafür, dass ich nur kritisch getroffen habe, ist das nicht gerade ein großer Schaden. So, Lichtblitz. Der Konter. Also Lichtblitz ist auf jeden Fall, das umgeht den Default. So. Also. Bushido. Nichts gewagt. Diagnostizieren wir ihn und dann machen wir weiter. Entzug. Sie ist nämlich wieder auf Entzug. Und ich habe keinen einzigen Mana-Punkt. Okay.
Ja. So. Er ist auf 17.000, hat immer noch Schwäche Dunkel, ist immer noch ein Mensch. Na gut, also ist beim Default auch das verringert. Ja gut, die Waffe ist nicht sehr effektiv. So. Können wir vielleicht. Ah, machen Default. Naja, egal. Damit dürften wir schon an die 5000 Schaden machen. Oder auch nur 900. So, dann sind wir mitten im Kampf und müssen hier leider darauf warten. Ich hoffe, dass er sich nicht noch drei oder viermal wiederbelebt. Aber, naja, hoffen wir einfach mal, dass er das nicht macht und wir sehen dann beim nächsten Mal, wie wir ihn fertig machen. Bis dahin, tschüss.